Willkommen zurück, Reisende. Wir sind Soulstone Survivors. Heute schauen wir uns den Totenbeschwörer an. Und wir werden auch probieren, in den Run in unter 8 Minuten zu machen. Wählen wir uns den jetzt erstmal aus. Packen da ein paar Runen rein. Müssen jetzt mal voll auf Schaden gehen. Über das. Nehmen wir die mal und gucken, ob das so funktioniert. Wichtig ist, wir bekommen die Waffe. Und also eine zweite Fähigkeit und wir rufen uns so viele Skelettkrieger wie möglich. Dann werden wir mal gucken, gehen hier hin. Flüche sind aus. Dann werden wir mal gucken, ob wir das in unter 8 Minuten schaffen. Gibt es ja dann einen Erfolg für. Wir uns jetzt hier hin. Haben zum Glück jede Menge von den Skelettkriegern schon. Ab und zu was einsammeln gehen. Die sind schnell zu Fuß und töten alles. Brauchen ja eigentlich nur stehen. Hoffen, dass wir die abgegradet kriegen, dass wir noch mehr von denen bekommen. Magische Geschosse. Nehmen wir Kettenblitz mit. Wir haben leider noch nicht das Rune freigeschaltet, dass wir an denen hier ganz viele haben können. Ist ein bisschen ärgerlich. Brauchen wir eigentlich gar nichts. Unheil, ja. Auch schwer zu sagen, wie viele gerade von denen aktiv sind. 12 können wir ja haben. Wir haben erst die Hälfte der Gegner, um einen Boss zu beschwören. Ein paar Level machen. Aber davon brauchen wir gar nichts. Also so ohne die Rune wird das wahrscheinlich sehr schwer. Jetzt können wir immerhin zwei mehr rufen. Boss erscheint ja dann auch gleich hier unten. Da ist er. Davon wollen wir nichts. Weil das auch egal.
Ist aber viele Level. Auf jeden Fall brauchen wir Fähigkeiten, die weit von uns weg automatisch agieren können. Cool, das Spiel hat nicht mal mitgekriegt, dass wir den ersten Boss getötet haben. Das dauert immer ein bisschen. Wir steigen zwar nicht viele Level auf, wenn wir es nicht einsammeln. Aber so schlimm ist auch nicht. Wichtig ist halt, dass wir schön viel Schaden an denen machen mit unseren Skelettkriegern. Und wenn wir mal ein bisschen Schaden bekommen, wir heilen uns automatisch jedem Level ab, also so ein bisschen den Ball einsammeln. Nur gucken, dass wir rechtzeitig mal hier in der Ecke stehen, wegen dem Boss. Wir machen das ohne Fluch, da das da wir dann nur einen Boss haben und die Gegner schwächer sind. Das heißt, sie sterben schneller. Dauert nicht mehr lange, bis der Boss kommt. Ein paar Upgrades für die Skelettkrieger wären noch schön. Ja, dann so. Chance. Hit. Alles, was uns irgendwie Schaden bringt. Müssen wir jetzt mitnehmen. So, der ist tot. Mehrfachwirkung für Skelettkrieger. Schadenserhöhung für Skelettkrieger. 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 Oh, für alle Typen. Noch ein Skelettkrieger-Upgrade. Also wir haben erst zwei Bosse und sind bei Skelettkrieger schon Stufe 10. So weit waren wir noch nie mit einer, also so schnell waren wir noch nie mit einer Fähigkeit oben. Wer weiß, wie viel wir jetzt haben können. Also gut, hier steht immer noch 12, aber die Anzahl erhöht sich ja mit den Upgrades auch. Auf jeden Fall halten sie jetzt mehr aus. Na gut, dann nehmen wir einmal magnetisch. Können wir ein bisschen aufsteigen, ohne rumzulaufen. Oh. Wir sollten eigentlich Wirkhäufigkeit nehmen. Dass wir nicht zu viel Schaden erleiden. Oh, hier 30% höheren Schaden haben die Skelettkrieger. Das wäre ja sehr schön. Das Ärgerliche ist halt, wir müssen noch 1200 oder 1300 Gegner vernichten. Und drei Bosse töten. Sieht gerade zeittechnisch noch nicht so gut aus. Es dauert zu lange, bis der nächste Boss auftaucht. Ah, jetzt ist er da oben. Ist doch voll mies. So, gestorben.
Müssen wir wieder warten, aber währenddessen werden ja zum Glück noch Gegner getötet. Gleich kommt der vierte. Ah, es wird, glaube ich, sehr, sehr knapp. Ah, vielleicht kriegen wir noch ein paar Upgrades. Solange wir hier unten bleiben. Ja, machen wir Schaden erhöhen. So, gleich kommt der nächste Boss. Hoffentlich taucht er diesmal hier auf. Wäre sehr gut. Aber er ist wieder da oben. Was soll denn das eigentlich? Er ist noch nicht tot. Das ist jetzt aber sehr ärgerlich. So. Er ist dann tot. Expansiv. Hier sieht nicht so gut aus. So, ein Boss noch. Gott, wir haben auch nur noch 30 Sekunden Zeit. Hier sind zu wenig Gegner. Ja, das werden wir im ersten Versuch leider nicht schaffen. Das Ärgerliche ist, wir haben die nur einmal. Ja, zu spät und zu langsam. Der da oben geht mir ganz schön auf den Keks. Den können sie ja ruhig mal langsam mal töten. Mal gucken, wie viel zu langsam wir momentan noch sind. Ja, super, wo ist er dann aufgetaucht? Boah, die sind auch schon wieder witzig. So, 45 Sekunden zu langsam. Okay. Dann werden wir das jetzt nochmal probieren. Gucken, dass wir vielleicht irgendwie eine andere Rune nehmen. Welche Stufe haben wir geschafft? 4. Na gut, war auch ohne Fluch. Was macht die denn? Schatten wäre ja gut. Wir brauchen man dafür 2. Und entfernen wir Crit. Und probieren das mal mit der Rune. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es dann. Ab unten in die Ecke.
Mal gucken, wie die Fähigkeitsauswahl jetzt dann ist. Oh, Mehrfachwirkung auf jeden Fall. Müssen wir mal am Anfang hier ein bisschen einsammeln, dass wir ein paar Fähigkeiten zusammenkriegen. Eiswirbel, Eissturm. Langsam, was haben wir denn davon? Machen wir uns halt stärker. Dass wir Schattenfähigkeiten vorgeschlagen kriegen sollen. Wäre schon wieder noch scheiße. 6 Fähigkeiten, ja super. Wer weiß, wann die kommen. Dauert hier am Anfang alles viel zu lange. Ja, ein Skelettkrieger mehr, das ist doch schon mal gut. Ist nicht dein Scheiß Ernst jetzt hier. Dauert alles viel zu lange. Ja, langsam braucht kein Mensch. Kettenblitz ist scheiße, weil wir nicht bei den Gegnern stehen. Kriegen wir auch nur Scheißfähigkeiten. Jetzt spawnt er da natürlich ganz hinten, warum auch nicht. Jetzt tötet den endlich, dauert viel zu lange. Haben wir ja super dämliche Fähigkeiten bekommen. Wenn wir nicht schaffen, wir sind viel zu langsam. Ah, stellen wir uns jetzt hier in der Ecke und warten halt. Unheil braucht kein Mensch, ne? Dann müssen wir jetzt versuchen, hier die Fähigkeit hochzukriegen. Dadurch sind wir und die Skelette auch stärker, also. Ja, ey, nichts davon brauchen wir. Ach was, auf einmal, oder was jetzt hier, nachdem wir die Fähigkeiten alle haben. Super, was tauschen wir denn jetzt aus? Ja. Nehmen wir einen blöden Kettenblitz. Wir stehen hier eh ohne Gegner.
Man kann aber auch Pech haben mit seinen Fähigkeiten. Ja, wir sind viel langsamer als eben. Jetzt schlägt er es in einer Tour vor. Mich verarschen. Ja, also 4 Minuten, wir haben den zweiten Boss immer noch nicht getötet. Viel zu langsam. Gilt nicht mal für alle, ist auch scheiße. Ah, er ist immer noch nicht tot, ist doch scheiße. Ja, die Skelette sind alle woanders beschäftigt. Viel so lange gedauert. Das ist richtig schlecht, dass wir die Krone nicht haben, für das wir so viele Skelettkrieger rufen können, wie wir lustig sind. Also ohne wird das echt schwer. Nur so ein paar wenig Skelettkriegern. Wir müssen 2 oder 3 Mal Skelett Krieger auch rufen können. Ja, nehmen wir das halt. Aber wir haben die Rune halt noch nicht. Tauchen auch viel zu wenig Gegner auf. Dauert viel zu lange. Ist alles scheiße. Bestimmt fast 10 Minuten brauchen wir den Scheiß hier. So, jetzt taucht der Boss wieder am Arsch der Welt auf, war ja klar. Der Kristall steht hier noch, man sieht ihn nicht mal. Blutrausch, Schneesturm, Rauchbombe. Ist doch scheiße. Wenn er anfängt zu zählen, sind schon wieder 100 Leute gestorben. Sogar 200 gestorben. Ja, mit so wenig Kriegern wird das nichts. Ja, 7 Minuten und es fehlen noch 2 Bosse. Und 800 Gegner, die wir töten müssen. Ist noch schlechter als eben. Also mit der Rune hier ist das für ein Arsch. Schön und gut kriegen wir die blöden Schattendinger vorgeschlagen, bringen uns aber trotzdem nichts.
Ja, klar, jetzt spawnt er ganz weit weg. Ach, fick dich, ey. Und wie lange er lebt. Ist er peinlich, ey. Ja, krass, wir sind mit jedem Versuch schlechter. Wir lassen jetzt noch durchlaufen, weil abbrechen bringt nichts. Kriegen wir ja keine Belohnung. Er steigt nicht auf hier, der Knilch. Sonst hat so ein Hayupai auch noch Schaden zugefügt. Wofür sind die Skelettkrieger eigentlich? Also man merke, mit 12 Skelettkriegern reicht, wird es im Leben nichts. Wow, ganz ohne, also alleine mit einem anderen Charakter, können wir das direkt vergessen. Weil es dauert ewig, ja, die Gegner bei uns sind. Und wenn wir rumlaufen, spawnen die hier unten, wir sind oben und so. Das bringt alles gar nichts. Jetzt macht hin, da dauert alles. Arsch, langsam. Die Rune kannst du in der Tonne treten. Gott, können sie den jetzt mal töten? Die ganze Tagzeit. Oh, los jetzt. Der lebt ja immer noch. Willst du mich verscheißern? Meine Fresse. Oh, er ist tot und seine Scheißfähigkeit ist immer noch aktiv. Oh, leck mich. Müssen wir auch noch wieder zu diesem Portal eiern. Ah, wir haben Skelettmagier freigeschaltet. So ein Scheiß da. Und ja, recht früh. Mal hier die Drecksrune wieder austauschen. Kannst eine Tonne treten. Auch mehr Schaden, das ist alles. So. Gehen wir den Scheiß nochmal auf, mal, dass wir mal bessere hier. Jetzt ey, auf Fluch. Kotzt mir alles an hier. Und so, immerhin mehr Gegner. So. Wie kann das 13 sein? Leck mich, ey. Soll ich alles alle einzeln an- und ausschalten, ey? Ich bin ja wohl. Hoffentlich kriegen wir jetzt die Skelettmagier. Hat freigeschaltet haben. Also wie es aussah, stand da einer oder zwei bekommen wir nur. Müssen wir die Fähigkeit ewig hoch pushen. Wer weiß, wahrscheinlich fällt der instant tot um oder so. Und als erstes bekommen wir sowieso keine Fähigkeit.
Nur eine Verbesserung. Der Charakter ist arschlangsam. Die Sprünge bringen bei der Geschwindigkeit gar nichts. Und da wir keine Angriffsfähigkeit haben, außer die hier, und der Cooldown ewig dauert, können wir uns nicht mal verteidigen. Nur dumm rumstehen. Ah, guck mal. Scheiße bekommen. So, ein Skelett, ja, maximal 4, 16 Sekunden Cooldown. Ich könnte kotzen. Soll den Cooldown runterkriegen. Zwei weniger Schaden, ist mir scheißegal. Schaden kriegen. So dauert ewig, aber alle vier von denen haben. Schadensmodifikator, das ist schon mal gut. Die Magier bleiben immerhin hier. Was töten die denn eigentlich so langsam? Davon nicht einen Scheißdreck haben. Ja, nehmen wir halt den Scheiß. Es dauert so lange alles. Ja, wir sind bei 2.10 und der Boss ist in Ordnung, ich hoffe, wieder auch. Oh, da ist er und tot ist er immer noch nicht. Machen eigentlich die Skelette den ganzen Tag. Geil, nur Scheiße. Neu rollen können wir nicht. So, Scheiß. Die Arkane Scheibe gebrauchen. Machen wir wenigstens hier unten auch ein bisschen Schaden. Ah, diese Bodenflächen, ne, mit auf unheilig, also hier Fluch, Scheiße da. Ja, Schaden. Also diese, echt die Bodenflächen auf Fluchstufe, die sind so nervtötend. Andauernd muss man sich bewegen. Bei einem Fernkämpfer, der nicht selber kämpfen kann. Echt super. Statt dass man sich hier einfach hinstellen kann und wartet. Ja, los hier jetzt. Die blöden Magier bleiben echt an meiner Seite. Ich könnte kotzen. Deren Wirkradius ist ja mal ein Witz. Die anderen Skelette töten jetzt gar nichts, oder?
Herrgott tötet ihn. Jetzt haben wir schon Magier dabei und es bringt gar nichts. Echt jetzt? Boah, jetzt können wir nicht mal mehr einen Meter gehen, oder was? Ach ja, noch 500 töten. Also mit Fluch. Braucht man das echt nicht probieren. In 8 Minuten. Können wir direkt wieder ausmachen. Vielleicht bringen dann die Magier mehr. Dann da muss ich mich bewegen. Nicht eine scheiß Ballerina. Oh, wir können jetzt blöden Magier mehr haben. Oh, da ist er, tötet ihn. Mein Gott, dauert das lange. Wo sind die ganzen Skelette? Katastrophe. Also nicht nur, dass man sich auf Fluch ewig bewegen muss. Nee, es dauert halt noch länger. Obwohl es mehr Gegner sind und dadurch eigentlich schneller gehen sollte. Ja, ist mir gerade scheißegal. Nur so Billo-Fähigkeiten. Brauchen wir gar nichts von. Gut, ist echt immer, dass wir überhaupt nicht wissen, wie viel wir noch töten müssen. Ah, 400. Hoffen wir wieder nicht. Aber mit Magier scheint schon mal besser zu sein. Ja, so langsam.
Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt Stufe 10 sind, ob die Waffe, die wir herstellen können, besser geeignet ist. Das dauert ja ewig. Ja, wir sind Level 10. Gut. Hoffentlich können wir die herstellen. Aber mein... Da, können wir direkt machen. Ja, damit müssen wir noch zielen. Ja, ist sie denn... Jetzt besser? Aber damit haben wir die Skelettkrieger nicht. Das ist ja scheiße. Ja, dann müssen wir bei der Waffe bleiben. Will ich irgendeine dämliche Rune bekommen? Nö. Uns helfen die anderen aber auch gar nicht. Mehrfachwirkung wäre noch gut. Aber besser wäre halt, wenn wir die Fähigkeiten öfter kriegen würden. Also wir würden ja hier mit der speziellen Waffenfähigkeit für deine aktuelle gewählte Waffe. Das heißt, wenn wir die nehmen, bekommen wir ja noch eine zweite Fähigkeit. Wir gucken einfach mal, welche das ist. Wenn die scheiße ist, gehen wir halt wieder raus. Super, nur nach vorne ist doch... Ja, das kannst du ja voll in der Tonne treten. Also die andere Waffe von dem ist für den Arsch. So. Wir brauchen den Erfolg für mehr Runenpunkte. Und wir kommen, glaube ich, dann auch erst die Rune für mehrfach auch Runenkraft. Aber wie kriegen wir die Rune? Damit wir die Waffen öfter zur Auswahl kriegen. Vielleicht kriegen wir... Also bei Stufe 20 würden wir noch eine andere Fähigkeit kriegen, bei denen wir was beschwören können. Aber wo ist diese Rune? Ist alles um Waffen... Level. Ist auch voll doof, man steht überhaupt nicht bei, welche Runen das sind.
halt, wie man sie bekommt. Die das ist. Die hätten wir ja bald, also. Ja, das scheint die zu sein, wahrscheinlich. Das ist bestimmt die hier. Einfach mal 300.000 Feinde töten. Naja, wir werden es jetzt mal mit dem hier probieren. Ohne Flüche. Auf jeden Fall kriegen wir ja, wenn wir auf Stufe 20 haben, noch eine Fähigkeit. Dann können wir drei verschiedene beschwören. Aber wir lassen die mal seelenruhig machen. So einsammeln. Aber ein Haufen Scheiße. Oh, das kann nicht wahr sein, ne? Wir haben natürlich auch die Rune mit dem Neuwürfel nicht dabei. Also müssen wir jetzt erstmal einen Haufen Scheiße nehmen, bevor wir was Richtiges kriegen. Weil bis die Leiste voll ist, kriegt man echt in fast allen Fällen nur Müll vorgesetzt, den man sowieso nicht haben will. Der Bereich von dieser Fähigkeit ist völlig irrelevant, weil wir eh nur hier stehen. Ja, ein scheiß Schneesturm. Davon brauchen wir überhaupt nichts. Ja. Oh, scheiße. Sag ich ja. Vor allem die Rune mit dem Unheilig. Hier, ne, warte. Typ Schatten ist auch völlig irrelevant, wenn man den hier spielt. Eigentlich ist der vom Typ Schatten, das heißt, wir müssten. Fähigkeiten des Typs Schatten vorgeschlagen kriegen. Und was ist? Scheiß kriegen wir. Das ist mehr ein Glücksspiel als alles andere. Jetzt tötet keiner den dämlichen Boss. Hat noch volles Leben. Was soll denn das? Hat er sich dahinter festgepackt oder was? Tötet den Scheißsack doch endlich. Gott, ey. Denn, ey. Ja, scheiß Ernst. Aber den nicht bei 220 schon gekillt haben, wird wieder nichts.
Ori war mir gerade einen selbstgemachten Weihnachtskeks holen. So, einmal magnetisch können wir auch nicht mitnehmen. So, weil Boss ist gespawnt und lebt immer noch, ist doch nicht wahr. Ja, ist klar. Wozu habe ich eigentlich die Skelettkrieger? Ganz im Ernst. Wenn man nicht selbst hinläuft, weißt du, mit die da mal angreifen. Ich weiß auch nicht, warum der da oben spawnt. Ist nicht sein Scheiß Ernst, oder? Den extra hier unten und der spawnt trotzdem da oben. Wenn wir uns halt noch weiter in der Ecke. Aber zeittechnisch wird das eh wieder nichts. Wahrscheinlich muss man den hier wirklich erst auf Stufe 20 haben. Damit wir die andere Fähigkeit, wo wir was beschwören können, auch noch haben. Dann sollten wir ja auch die letzten 30 Sekunden noch schaffen, die uns fehlen. Bin ich ja mal gespannt. Er ist hier unten bei uns. Jetzt steht hier sein blöder Kristall noch. Ach, kaputt, gut. Echt schön hier in der Ecke stehen. Aber da noch zwei Bosse fehlen, wird das nichts. Thank you.
Also nur mit Magiern und Kriegern schaffen wir das nicht. Dann brauchen wir noch die dritte Fähigkeit von dem. So, leider nicht geschafft mit den paar Unterstützern hier. Dann werde ich den jetzt ein bisschen weiter leveln und dann, wenn wir alle seine Fähigkeiten haben, werden wir das nochmal probieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.